Oh, ich mache hier voll auf Oberpussy und renn weg, aber ohne Scheiß geht gerade nicht anders. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Hunger Games. Wir alle lieben sie. Und ja, ich habe ja ewig keine Hunger Game-Reihe mehr gemacht, deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, machst du es einfach nochmal, weil es ja so viel Spaß macht. Ja, und das ist mein klassischer Hunger Games Server. Ich glaube, das heißt Minecraft HG, also in einem geschrieben .com, meine ich jetzt so im Kopf zu haben. Hier sind noch mehr Spieler als nur wir beide, und zwar, um genau zu sein, noch 20 andere, beziehungsweise 19 andere so. Ja, und die Map, die kenne ich auch soweit. Ich weiß ungefähr, wo was ist. Wir rennen trotzdem erstmal nach da, gucken, ob wir was bekommen. Ansonsten würde ich, glaube ich, direkt in die Wüste rennen. Denn da gibt es ein paar gute Kisten. Jetzt geht's auch schon los, das ist klasse. Ja, und ich hoffe, ich finde wieder ein paar Anhänger dieser Reihe, die das dann auch regelmäßig gucken. Ihr könnt euch übrigens auch ruhig die letzten Teile mal angucken, die ich da so bisher gemacht habe, was Minecraft angeht. Bitte sagt, dass das. Oh, ich bin gerade glücklich. Ich habe übrigens einen ziemlich beeindruckenden Skin. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade kurz gesehen habt. Das ist so ein, naja, das ist so ein. Es sieht ein bisschen aus, als hätte ich eine Eisenrüssi an. Jetzt nicht wirklich super realistisch, gut, mega toll, aber trotzdem irgendwie lustig. Also ich persönlich finde es jedenfalls lustig. Es schreckt die Gegner meistens so, auch wenn man es nicht glaubt, es schreckt die meisten Gegner so ein bisschen ab. Hier, ich kann es mal kurz zeigen. Moment. Hier, so sieht es jetzt gerade aus. Und es gibt echt Leute, die da so sich so denken, nee, greife ich lieber nicht an, der hat was weiß ich. Und das ist jetzt irgendwie mega ärgerlich gerade. Wie? Wie? Der hat das überlebt. Sorry, Mann, aber. Okay, egal. Da ist eine Kiste und Kisten sind wichtig für uns. Vor allem, weil wir beschissen nochmal. Ey, jetzt haben wir so viel Fressen, aber wir haben einfach keine anständige Rüstung. Jetzt müssen wir es so machen. Wir tun so, als hätten wir ein Holzschwert nur. Und laufen oder streuen. Streuen ist ein besseres Wort. Streuen hier ein bisschen rum. Ja, so. Ja, ist das dein Ernst, Alter? Ist das wirklich dein Ernst? Boah, Jungs. So ein kleines Pärchen ist das hier, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht der Buhmann sein, aber ich brauche den Helm von dem, ja? Ich hätte ja echt nichts. Komm, lass mal Frieden machen. Lass den angreifen. Komm, wir beide greifen den an. Oh Gott, ey, wie ich dieses Friedenszeug hasse. Warte, komm, wir machen jetzt mal so auf Frieden und dann. Warte mal, komm erstmal zu dem Typen. Und jetzt noch der da. Auch alle Friede, Freude. Vor allem, wahrscheinlich denken die auch, ich hätte dieses. Ach, egal. Was soll ich mit dem Scheiß? Kann ich nichts mit anfangen. Ich fresse erstmal was. So, Jungs, gehen wir zusammen auf Jagd. Komm, geht mal mit mir. Ich könnte mir eigentlich ein Eisenschwert, aber mache ich nicht. Dafür bin ich zu. Oder so eiskalt jetzt hier in die Lava schubst. Das wäre ja auch so. Oh, dass der Typ nicht sauer ist. Ich meine, ich habe den eben noch angegriffen. Ah, egal. Machen wir hier einfach mal so auf Team. Was soll ich mit einer scheiß Enderperle? Gar nichts. Ey, cool, ich bin hier irgendwie zum Führer ernannt worden. Die kommen mir nach. Na gut. Schreiten wir voran. Oh Gott, ey, wäre ich jetzt hier reingefallen, ey. Der coole Führer, der in die Gruben fällt. Wie viele Leute sind noch da? Was sind da? Wir haben noch 10 Leute hier. Können wir ja mal gucken. Es ist, ich, weißt du, Hunger Games zu zweit zocken ist zwar an sich cool, ja, aber irgendwie das Problem dabei ist halt einfach. Das Problem ist halt einfach, dass man am Ende übrig bleibt und dann muss überlegt werden, wer killt wen. Und der Typ ist zurzeit, das muss man auf jeden Fall sagen, der Beste. Der hat ja ein Eisenschwert wie ich, aber der hat halt noch so ein, wie nennt sich dies da, so ein Brustlederharnisch oder wie das heißt. Moment, hat Anna das von denen geschrieben oder war das ein anderer? Ah ja, nee, hat der.
Oh, sollen wir den zusammen angreifen? Das täte mir ja so fett leid irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber. Es ist eigentlich, ich hasse diese Gruppen, ohne Scheiß. Ich hasse Gruppen, ich mag es nicht, in Gruppen zu sein, aber trotzdem, ohne Scheiß. Ach, ach, die Betrüger, die Säue. Alles egal, wenn ich mir jetzt hier ein Eisending hole, dann ist mit mir, geht's mir wieder gut, ja? Und jetzt schön hier, ich liebe, dass sie es anschleichen, wenn die nicht wissen, dass ich da bin. Okay, gut, so wie ich mich hier jetzt gerade präsentiere, merken die sowieso, dass ich. Ei, toll, dass ich ihn so schön aus den Augen verloren habe. Alter, wo ist der hin? Entschuldigung, aber ich bin gerade ein bisschen. Ja, okay, hat sich das ja wohl erledigt. Sehr schön. Nix mit zweitem Kill hier. Das. Oh, Kill it Pokerot. Oh, der hat den gekillt und lebt der andere denn noch? Weil der eine ist jetzt gerade gestorben, sehe ich gerade. Ich glaube, was ist stärker? Ein Schlag mit dem Eisenschwert oder. Oder wie ist das? Oder ein Schlag hiermit? Ich weiß es gar nicht. Ist gerade ein bisschen blöd. Ich weiß, dass es ziemlich heftig sein kann mit so einem Ding richtig. Wenn man das so durchzieht, dann kann das auch ganz schön schmerzhaft für den anderen sein. Also eigentlich muss man die Teile nicht mehr durchsuchen, aber es gibt ja immer so Leute, die plötzlich ist so eine ganze Kiste vergessen und da ist dann so eine ganze Eisenrüssi irgendwie drin. Weiß man ja nie, ne? Wir gehören jetzt auf jeden Fall schon zu den letzten 7 Personen, was ja auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht ist. Aber irgendwie sind gerade die Leute weg. Ich bin am Spawn, ich bin zu sehen, aber was ist mit denen? Da oben ist jemand, was hat der? Rennen wir weg? Wer ist das? Popro. Jetzt habe ich leider schon wieder den Namen von dem einen vergessen. Wer war denn das eben? Oh, komm, wir rennen mal weg, ey. Ich habe keinen Bock hier auf Stress mit irgendwelchen Halbstarken. Obwohl, warte mal, könnte ich mir das erlauben? Nö, könnte ich nicht mal erlauben. Könnte ich nicht mal! Oh, genial, ey. Oh, ey, ich mache hier voll auf, Oberpussy und renn weg, aber ohne Scheiß geht gerade nicht anders, ja? Ich bin da wirklich, was das angeht, bin ich wirklich der reinste Realist, ja? Also ich bin da wirklich ein Realist und muss sagen, ich habe gerade keine Chance, ja? Also im direkten Duell bin ich am Arsch, ja, wenn der richtig durchzieht. Oh, jetzt leckt das auch noch so beschissen, ey. Boah. Oh, komm schon. Das war's aber dann auch schon wieder mit der kurzen Hunger Games Runde. Der nächste Teil folgt natürlich dann bald. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Ich will übrigens bald mal mit euch eine Runde zocken. Ich mag zwar Gruppen nicht, aber so eine YouTube-Community-Gruppe wäre ja eigentlich mal ganz episch. Hier leckt das so übertrieben. Hier sind so viele Leute. Ja, fände ich mal ganz cool. Also, ja, kommentiert ruhig da ein bisschen. Wir sehen uns dann später. Bis dann und ciao, Leute.